Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt, so wie ich, denn für mich geht es jetzt an den Cremer. Ganz viele von euch haben sich mal wieder ein Cremer FMA Video gewünscht. Ich hoppele hier so ein bisschen, weil gerade die Straße so ein bisschen hobbelig ist. Wir düsen jetzt circa noch 15 Minuten und dann sind wir da und ich nehme euch mit. Vielleicht finden wir ein paar schöne Neuheiten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. Wir sind angekommen. Juhu, da ist schon der Cremer und da werden wir jetzt halt reingehen. Wir sind jetzt halt schon bei Cremer, wie ihr sehen könnt. Und ich habe so eine süße Decke entdeckt. Schaut euch mal diese süße Decke an. Die ist in der Western-Abteilung. Und das ist voll die flausche Decke, also von außen. Ich weiß gar nicht, wie die von innen ist. Von innen ist die genauso flauschig. Wahnsinn, wie kuschelig die ist. Die könnte ich mir sogar auf dem Sofa vorstellen, weil die echt so weich ist. Und ich glaube, die ist auch richtig, richtig, richtig warm. Und dieses Halfter habe ich euch auch schon mit der Sandra gezeigt, als wir zusammen bei Cremer waren. Und da fanden wir das auch schon so hübsch. Das gab es auch noch in anderen Farben. Mal was ganz anderes mit diesen Perlen. Look out, here she comes. Bei meinem letzten Cremer FMA Video haben sich auch ganz viele gefragt, wieso ich nie in der Westernabteilung bin. Deshalb habe ich mir gedacht, gehe ich jetzt mal mit euch in die Westernabteilung und zeige euch auch ein paar Produkte hier. Da die Community ja gewachsen ist, frage ich euch hier in diesem Video auch nochmal, ob ihr Western reitet oder Englisch, je nachdem, was ihr reitet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber ich habe das natürlich eigentlich nie gemacht mit der Westernabteilung, weil ich einfach ja selber kein Westernreiter bin. Und ich habe mir gedacht, gut, ihr werdet wahrscheinlich auch nicht so viel westernmäßig unterwegs sein, aber das ist natürlich Quatsch, wenn man so denkt. Weiß man ja nie, wie ihr reitet. Von daher gehe ich jetzt hier einfach mal durch die Westernabteilung durch und zeige euch natürlich hier auch ein paar Produkte. Kann ich das nächste Mal auch natürlich machen. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Und hier sind übrigens die Knotenhalfter, die so wunderschön ausschauen mit den ganzen Perlen. Ich finde, die haben auf jeden Fall was und ich bin knapp davor dran, mir für Fauni eins zu kaufen. Das finde ich auch so schön. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. Schaut mal bitte, wie süß sind diese Kinderschuhe. Nein, wie niedlich. Kann man in Partnerlook gehen? Try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. Ich bin mal wieder hier bei den Trensen und ihr wisst, ich liebe Trensen unglaublich. Vor allem diese ganzen Stirnriemen, wisst ihr ja eh, dass ich total glitzerfanatisch bin. Und hier diese Trense finde ich auch so schön. Mit diesem tollen Stirnriemen, schaut so edel aus. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. Was ich auch noch unbedingt benötige, ist ein Gurt für den Fellsattel. Da muss ich glatt mal schauen, ob die hier die Größe für die Fauni haben. Ja,
try as hard as I can, 'cause you'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know. Ich glaube, das sollte ich vorne umhängen. Dann kriegt sie auch nicht mehr die Krise, wenn wir Kühe sehen. Ich glaube, es wird irgendein Pferd sicherlich aufregen, wenn es die ganze Zeit so klimpert. Was meint ihr? Aber die schaut total süß aus. Und auch dieses Rot. Ich finde das Rot so schön. Und das mit dem Glitzer ist natürlich total weihnachtlich. Schaut euch mal hier die Bandagen an. Wow. Und wisst ihr was, ich zeige euch jetzt die passende Schabracke noch da dazu. Aber was wir gerade entdeckt haben, und zwar gibt es jetzt halt hier sogar bei Crema Tester. Und was total abgefahren ist, hier gibt es sogar Streifen, wo man das drauf sprühen kann. Und dann kann man nach dem Geruch entscheiden, was man für ein Spray möchte. Das riecht richtig, richtig gut. Das ist Romantic Rose. Lass mal riechen. Findest du nicht gut? Ich finde, das riecht voll richtig gut. Das riecht nach Rose. Ja, riecht richtig schön. Das riecht richtig krass nach Rose. Dann haben wir hier das nächste Spray und zwar nennt sich der Sweetheart. Schaut so aus. Ich zeige es euch gleich mal nochmal im Näheren. Sprühen wir jetzt auch mal einfach hier drauf. Boah, das geht gar nicht. Das finde ich zu candy-lastig. Das ist so pappsüß. Das sagt die Marie auch. Und dann haben wir hier noch eins. Oh Gott, wir haben noch ganz viele. Das Kokon. Schaut mal, das Kokosnuss-Spray, glaube ich, riecht richtig geil. Ich liebe Kokosnuss. Boah, das riecht richtig gut. Shit. Das riecht richtig gut. Kokosnuss, ich liebe Kokosnuss. Marie macht auch so. Sie findet es auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch, drei Stück haben wir noch. Testen wir natürlich auch. Haben wir das schon gemacht? Nee. Das ist Taste of Winter. Da könnte ich mir vorstellen, dass das mit Zimt oder so ist. Boah, das riecht richtig gut. Boah, das riecht richtig gut. Das ist so richtig weihnachtlich. Oh, krass. Mit Orange und so, ne? Boah, das riecht so gut. Marie macht auch so. Boah, das riecht richtig gut. Dann haben wir hier noch einmal Honey. Nee, ist jetzt nicht so meins. Riech du mal. Nee. Marie sagt auch nee. Und dann haben wir das letzte, und zwar ist das Tropical Island. Ich komme mir vor, fast wie so eine Parfümerie. Ja. Nee. Also mein Favorit ist absolut das Winterspray. Du auch? Nein. Was ist dein Favorit, Marie? Winter. Winter. Winter oder meinst Rose? Winter oder Rose auch? Okay, krass. Meins würde ich sagen, eins ist Taste of Winter, zwei ist Kokosnuss und das dritte ist Romantic Rose. Die anderen finde ich jetzt nicht so cool. Ich finde es mega geil, man kommt sich echt so ein bisschen vor wie in so einer Parfümerie. Und ich zeig dir jetzt halt die Sprays nochmal genau. Hier ist der Tester und da gibt es eben eine große Flasche, wie ihr sehen könnt. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter da drin sind. 1000 Milliliter sind da drin in der großen Flasche und in der kleineren 500 Milliliter. Hier, das ist der Sweetheart. Gibt es nur in klein und ich sag euch, ich bin knapp davor dran, mir das mitzunehmen, weil das riecht so unglaublich gut. 8,99 € kosten alle kleinen. Und hier unten seht ihr nochmal das Tropical of Island. Und hier das Honey, das hat mir gar nicht gut gefallen. Und Kokosnuss fand ich auch mega gut. Aber schaut mal allein auch die Verpackung an. Also hier diese Romantic Roses Kollektion. Ist sie nicht wunderschön? Das schreit eigentlich nach mir. Aber diese Winterkollektion finde ich auch richtig, richtig süß. Schaut mal, wie das Pferdchen nach oben guckt. Mega niedlich. Wow,
Richtig, richtig cool. Und ich kam mir echt vor wie in so einer Parfümerie. Hier sind hier die Streifen und hier sind die benutzten. Also es ist wirklich wie in einer kleinen Parfümerie. Da ich jetzt einen kleineren Spind an dem neuen Stall habe, muss ich mir jetzt halt fast überlegen, auch auf diese große Putzkiste zu verzichten und wieder eine Putztasche zu verwenden. Deshalb werde ich mir jetzt halt hier nochmal die Putztaschen anschauen. Und da ist natürlich auch eine Frage von mir an euch. Seid ihr Team Putztasche oder seid ihr Team Putzkasten? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Und ich zeige dir jetzt halt noch ganz kurz die Putztaschen, die es hier bei Crema gibt. Schaut mal, was ich gerade entdeckt habe, und zwar so eine süße Tasche. Ich finde die mega süß, aber ich finde die leider viel zu klein. Da passt ja fast gar nichts rein, oder? Oder es kommt mir einfach nur so klein vor, aber von den Farben finde ich die Tasche mega süß. Mit diesem Rosa und mit diesem Mintgrün, voll die schöne Farbkombination. Das ist jetzt halt nicht so meine Farbe, aber die finde ich echt mega süß. Hier unten ist die schlichtere Variante, aber ich muss euch echt sagen, die sind halt so klein. Ich weiß nicht, warum. Marie wirft gerade hier alles runter. Und ich muss euch echt sagen, ich weiß nicht, wie man mit so einer kleinen Tasche auskommt. Schaut mal bitte, das ist ja nicht viel Platz. Klar kann man hier auf den Seiten was reinmachen, wie ihr sehen könnt. Aber das ist ja, wo soll ich das ganze Zeug hin tun? Ich finde die zu klein. Ich habe jetzt halt nochmal die Diva-Tasche hier rausgezogen. Und was auch richtig cool ist, hier sind so Einlegeböden drin. Die kann man dann rausnehmen. Und dann könnte man sich quasi die hier so reinkletten. Und dann hätte man wie so Trennwände in der Tasche drinnen. Das ist schon cool. Und hier oben kann man auch nochmal aufmachen. Aber ich muss echt sagen, wenn ich mich dann für so eine Tasche entscheide, kann ich auf jeden Fall meine Putzkasten oder meine Putzkiste aufbehalten. Weil die einfach auch so eckig und so groß ist und die ist sogar dann noch breiter, weil man könnte zum Beispiel hier an den Seiten könnte man auch nochmal was reinmachen und dann wird die ja noch größer. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal überlegen, was ich da mache, ob ich eine Putztasche wirklich nehme, weil diese hier oben, die finde ich einfach zu klein. Also da, ich habe so viele Sachen ja in der Putzbox drin, da passt es sicherlich nicht rein. Also bin ich mir sogar fast sicher. Wenn, bräuchte ich diese Diva-Putztasche eben, weil die von der Größe gigantisch ist. Aber dann wird sich ja quasi das nicht lohnen. Das rentiert sich nicht. Also da mache ich ja dann alles falsch. Kann ich auch bei dem alten bleiben. Wir haben jetzt halt noch eine Tasche gefunden. Und zwar ist die von der Größe genauso wie diese hier, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Die ich so neutral fand von den Farben. Und die ist aber etwas teurer. Das liegt daran, weil die schon befüllt ist. Also ihr habt hier innen drin, habt ihr schon ein paar Bürsten. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil man dann alles quasi frisch und neu hat. Und hier auch die sogar mit den Flexbürsten, wo die sich so ein bisschen mitgehen. Rentiert sich dann natürlich, wenn man mal sagen möchte, man möchte eine neue Putztasche und zum Beispiel auch gleich ein neues Putzzeug. Da ist es natürlich sehr rentabel. Ich hoffe natürlich, dir hat das FMA-Video gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ich werde dir hier oben mal mein letztes Video verlinken. Und hier unten werde ich dir ein weiteres Crema FMA-Video verlinken, wo ich mit Sandra unterwegs war. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Weiterschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!